Allow me to reintroduce myself. My name is Max und herzlich willkommen zu Tag 7 der Tageszusammenfassung zur EM. Ja, ich sage euch ganz ehrlich, mir ist übertrieben heiß. Ich bin nicht in der Lage, mich hier lange zu konzentrieren. Ich habe nicht das Gefühl, jetzt viel sagen zu wollen. Ich mache das Ganze hier, um das wenigstens durchzuziehen und wenigstens die Tage einfach immer den Content zu haben, den ich machen wollte. Ich wollte es durchziehen. Jeden einzelnen Tag, an dem EM gespielt wird, kommt ein Video. Die Eriksen-Ausnahme ist, denke ich mal, verständlich. Jetzt, ja, ich fasse mich schnell kurz. Ich hake das hier schnell ab, damit ich dann wieder entspannen kann, ein bisschen Eis essen kann, ein bisschen was Kaltes trinken. Es ist unerträglich, wirklich hier. Ich muss noch mit meinem Hund rausgehen. Also, wer sich das noch antun möchte, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, Ukraine hat gestern gegen Nordmazedonien 2-1 gewonnen. Hab das Spiel nicht sehen können, hab auch bis jetzt noch keine Highlights gesehen. Das ist schön für die Ukraine, freut mich, dass sie noch den Sieg geholt haben. Jetzt nach einem tapferen Auftritt gegen die Niederlande davor. Freut mich für die. Dann gehen wir direkt weiter zu Belgien gegen Dänemark. Habe ich nur die zweite Halbzeit gesehen, weil ich da noch weg war. Und ja, alles, was ich dazu sagen kann, möchte, wo ich in der Lage zu bin gerade, ist geiles Tor von De Bruyne. Also erstmal, er steht krank frei da auf links, bekommt den Ball noch Gott sei Dank gut rüber gespielt. Geniales Tor. Ist korrekt auch von ihm, dass er in dem Moment auch nicht jubelt. Also in dem Moment einfach, wo du das Spiel noch drehst, obwohl du echt krass unterlegen warst, vor allem in der ersten Halbzeit, dann noch die Ruhe zu bewahren und das Spiel zu drehen und zu sagen, und dann diese Ruhe zu haben nach dem Tor zu sagen, ey, aus Respekt, ich jubel nicht, ist krass, habe ich riesen Respekt vor. Dann noch der geile Steckpass auf Lukaku, wo Simon Kjær einfach wieder zeigt, was für eine Maschine er ist. Ich habe es immer wieder zu jedem einzelnen Menschen gesagt, die ganze Milan-Saison lang, dass Simon Kjær der geilste Innenverteidiger aller Zeiten ist. Und er hat es wieder gezeigt, einfach absolut geiler Typ, charakterlich sowieso. Ich meine, das haben viele, die ihn schon jetzt im Verein verfolgt haben, sowieso schon gemerkt. Aber durch die Aktionen jetzt mit Dänemark hat das wahrscheinlich auch der letzte Mensch hier irgendwie kapiert. Und dafür hat er ja schon genug Credit bekommen in den ganzen Medien. Deswegen ist das, glaube ich, schon gut rübergebracht worden. Sko Olsen klärt den Ball nochmal einmal gut, wo das Tor komplett frei ist. Mehr habe ich auch dazu auch nicht zu sagen. Ah ja, Braithwaite hatte mal eine gute Chance gehabt. War knapp, als der Ball von Cornelius, glaube ich, meine ich, reinkam. In dem Moment war ich ein bisschen verwundert, warum Cornelius da links steht und nicht zentral in der Mitte, weil er einfach ein Riesenmann ist. Auf jeden Fall schade für Dänemark, tut mir natürlich leid, ist ein bisschen unglücklich. Ich glaube, die müssten ja noch weiterkommen können, theoretisch, wenn Finnland verliert jetzt nochmal gegen Belgien und Dänemark das Spiel gewinnt. Könnte passieren, würde mich freuen für die. Mal schauen, wir sehen einfach mal. Dann das 21 Uhr Spiel Niederlande gegen Österreich war eigentlich ganz cool, kann man sich anschauen. Hat ein bisschen mehr Bock gemacht. An sich, die Niederlande spielt halt sehr gerne auf Sieg und das macht einfach unglaublich Bock zuzuschauen. Da gibt es Mannschaften, bei denen es auf jeden Fall nicht der Fall ist. Auch des Turniers, beziehungsweise des Modus ist geschuldet. Was wir auf jeden Fall, da werde ich in einem Moment, wo ich ein bisschen mehr Energie habe, ein bisschen ausführlicher darüber reden, dass ich den Modus halt nicht cool finde, weil das die Attraktivität der Gruppenspiele extrem unterdrückt. Und das spiegelt sich halt total in diesem Turnier wieder, weil die Mehrheit der Spiele war extrem schlecht anzuschauen, um das mal ganz lieb zu formulieren. Auf jeden Fall macht die Niederlande das sehr stark, vor allem Dumfries ist so diese ganze Figur von dem Spiel, um die Niederlande zu verkörpern, mit was für einem Tempo, mit was für einer Dynamik, der immer und immer wieder da kommt, ist es einfach unglaublich. Und Memphis ist extrem wichtig für die Niederlande, vor allem wenn er es schafft, sich einfach da fallen zu lassen, ein bisschen, und dann sich anzubieten und selbst zu kreieren, ist ja so wichtig für die Niederlande. Und das hast du auch gemerkt, in den Momenten, wo er es nicht gemacht hat, hat die Niederlande echt ein bisschen gestruggelt in den Momenten. Und ja, geiles Spiel von den Niederlanden. Bin jetzt
bin jetzt auf die eingegangen eher, weil Österreich halt extrem beschissen gespielt hat. Also man hat es noch versucht, ein bisschen lieber zu formulieren, zu sagen, ja, technisch stark, immer mal wieder was versucht, bla bla bla. Aber um das jetzt mal ganz direkt zu formulieren, es war gar nichts. Also es war beschissen, es war schlecht, es war nicht gut, es war nicht den Ansprüchen gerecht, es war nicht Nerven. Also wir haben nicht versucht und vor allem nicht geschafft, Niederlande irgendwie zu stören, zu nerven, irgendwie auf den, ja, um das direkt zu sagen, auf den Sack zu gehen. Haben sie erstens gar nicht versucht und dementsprechend hat es auch gar kein bisschen geklappt. Und es ist halt einfach blamabel, sich so zu zeigen. Auch ein paar Coaching-Decisions, die ein bisschen wenig Sinn gemacht haben, wieder Alaba ins Zentrum zu rücken, obwohl wir alle schon im letzten Spiel gesagt haben, dass es endlich mal gut war, das Adjustment zu machen, den ein bisschen weiter auf links zu machen, damit er diese wunderschönen Bälle spielen kann. Ja, mach halt, was ihr wollt. Und verkackt halt wieder. Herzlichen Glückwunsch an Österreich. Okay, also ich muss nur noch mal dazu sagen, ich würde mir wünschen, dass sie geil spielen. Jetzt nochmal, um nicht, dass ihr denkt, dass es aus Antipathie passiert, sondern einfach nur, dass es fragwürdig ist, warum man so schlecht spielen muss mit so einem geilen Kader, weil es sind Spieler dabei, die ich unfassbar geil finde, wie Hinti, Kalajdzic. Also jetzt vom spielerischen Plus-Sympathie her, also die wirklich Top-Tier bei mir sind, auch wenn wir nur die Vereine nehmen würden. Sind es einfach Jungs, die ich extrem, extrem gerne mag. Und dann aber auch nur rein qualitätsweise. Sabitzer, Alaba, Grilic, Ilsanka. Nein, auf gar keinen Fall. Sind alles gute Jungs. Und deswegen kann man da sehr enttäuscht dran rangehen. Auch zu sagen danach von Ivančić, müsste es ja gewesen sein, im ZDF, dass es nochmal was anderes gewesen wäre, wenn Arnautović dabei wäre. Ja, wahrscheinlich schon, aber ich denke mal nicht, dass Österreich da dann auf einmal eine viel größere Chance gehabt hätte und dann unfassbar geilen Fußball gespielt hätte. Ja, kein geiles Spiel von Österreich, überhaupt kein bisschen. Hab mich aber gefreut, Ivančić da beim ZDF immer wieder zu sehen, hab den gefühlt 100 Jahre nicht mehr gesehen. Es ist unfassbar geil, dass Peter Hyballa dort ist als Experte. Beziehungsweise als Analyst oder was auch immer da seine Rolle ist. Er könnte eigentlich meiner Meinung nach noch viel mehr eingebunden werden, weil Peter Hübal einfach ein geiler Typ ist. Sehr direkter Mensch. Fachwissen hat er sowieso, das wissen wir ja alle. Und mit diesem Fachwissen und seiner Art kombiniert, ist halt einfach unfassbar geil. Auch wie er das gestern angesprochen hat, ein bisschen auch nochmal gegen den DFB, beziehungsweise deren Strategie im Jugendbereich nochmal klein geschossen hat. Indem er dann meinte, dass das, was Dumfries verkörpert, diese Dynamik, dieser unbedingte Willen, dieses bisschen Verrückte einfach, dieses nicht, also dieses bisschen aus dem Raster fallende, dieses nicht nach Muster gegangene Fußballer, einfach auch viel, also sehr wichtig ist sowieso und einfach auch mal wichtiger ist, als eine unbedingt absolut perfekte Ausbildung zu genießen in der Form, dass du schon seit keine Ahnung wie lange einen Ernährungsplan haben musst und jedes System perfekt beherrschen musst, im Kopf durchspielen musst. Er hat es sehr, sehr direkt formuliert und das passiert selten, vor allem nicht im Fernsehen. Deswegen fand ich es sehr geil und das ist ja bei ihm schon öfters bekannt, dass er einfach so eine Art hat und das feiere ich einfach. Das feiere ich übertrieben an ihm. Ich wünsche ihm auch noch eine sehr, sehr, noch eine größere Karriere einfach. Er hat natürlich für normalen Menschen extrem eine gute Karriere gehabt, weil er einfach schon so viele Stationen hat und sowas alles. Aber vielleicht mal was Langfristiges, wo er wirklich lange Erfolg hat, wo er den Credit bekommt, den er sich eigentlich verdient hätte. Da wünsche ich ihm auf jeden Fall viel was. Und ey, also ruht euch aus, genießt die Sonne in dem Sinne, dass ihr irgendwas Kaltes trinkt, Eis esst. Was weiß ich, ich werde es auf jeden Fall machen. Ja, viel Spaß. Haut rein.